So, aber jetzt gucke ich dann doch mal in die Koordinaten, damit es hier endlich weitergeht. 8, 19, 1040. 8, 19. Okay, der ist irgendwie mehr am anderen Ende der Stadt. Vielleicht da mehr gleich am Eingang. So. Ja, es ist schön beleuchtet in der Nacht. So. Was steht da? Item Buyers in Scroll Shops. Ah ja. Gut zu wissen. Da gäbe es eine Scroll, aber ich belasse es mal bei der von Detlas, weil... Ah, okay, so teuer ist die jetzt hier auch nicht. Ich glaube, die in Levigar, die ist relativ teuer. So, und... Wo ist mein Quest-NPC? Hier oben etwa. Hier gibt es ja auch noch eine ganze Menge zu entdecken. Da sind die Item-Buyers, okay. Könnte ich auch gleich mal... Boah, Legendary. Nicht schlecht, aber verkaufe ich für einen Spottpreis. Wahrscheinlich, wenn jetzt jemand Zauberer ist, denkt er, nein, tu das nicht. Was hast du getan? Hast ein Legendary Item für 15 Emeralds verkauft? Bist du des Wahnsinns? Okay, wo ist... Wo ist mein Quest-NPC? Ich sehe ihn noch nicht. Nochmal ganz kurz die Koordinaten checken. Also 819, 1040. Nee, 819, das müsste mehr in die Richtung sein. Hinten, also wirklich ganz am im Eck von der Stadt. Ach hier, Wirt, du bist ja klein. Ach, hier ist diese Passage, genau, da kommt man dann in die Schlucht mit den Pigmen und nach Ragni kommt man da ins Anfangsgebiet. Aber ich bin ja von der Seite nie durchgekommen, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt. Da hieß es dann irgendwie, dass ich noch nicht würdig war, da durchzugehen. Aber vielleicht hätte ich auch von der Seite jetzt durchgekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt mit Wirt. Not so fast, you. Entschuldigung. My dad said I can't let any strangers through this passage. If you want access, talk to him. He's the recruiter of the town. His name is Ildan. New quest started the passage. Okay. Ich frage mich nur, wozu ist die gut? Ich komme ja auf gut über den Umweg, komme ich ja hier nach Troms. Aber was hat's denn mit der Passage auf sich? Da komme ich ja dann nur nach Ragni. Also nichts gegen Ragni, ich mag Ragni, aber was hat es hiermit auf sich? Na gut, dann den Ildan, den habe ich ja gerade schon gesehen. Der ist am anderen Ende der Stadt. Dann befragen wir den. Okay. Habe ich jetzt... Ach, das da wollte ich ja noch zum... Moment. Das wollte ich doch zum Identifier bringen. Und dann haben wir Causing Mail. Okay. Health, ordentlich mehr.
Thunder Damage, aber zieht ein bisschen Earth Damage ab. Und ist halt erst ab Level 68. Ah, das ist doof. Naja, ich werde es erstmal behalten. Da habe ich, glaube ich, schon reingeguckt. Was ist hier eigentlich? Hier ist gar nichts. Da geht's nur hier durch zu einem kleinen Teich. Aber mag ich ja auch so kleine Details, so kleine Durchgänge und sowas. Also, ja, da steckt schon immer viel Arbeit drin, auch jetzt in Gavel. Das muss man auch ab und zu mal würdigen, diese ganze Detailarbeit, die Leute, ja, das, ich meine, die machen das als Hobby. Das ist schon sehr genial. So, war der Ildan hier oben? Jap. Also dein kleiner Sohn sagt, ich soll mit dir sprechen. Oh, so you want to become a member of this town? You will have to help us first, of course. These pesky zombies are getting closer to our town every day. Could you bring me 48 zombie eyes? It will prove you're worthy of town membership. I'll make sure to give you access to the passage if you do so. Good luck. Okay, aber wo mache ich das? Bring back 48 Zombie Eyes. Na, ja, halt irgendwo. Na, im Dschungel, die droppen auf jeden Fall Zombie Augen. Deshalb würde ich wahrscheinlich dann einfach dorthin gehen. Was macht ihr da unten? Irgendwie ist das Schwimmbad von Troms oder so? Die haben da auf jeden Fall Spaß da unten. So scheint es mir zumindest. Ja, und hier also wieder das die Geschichte, dass hier die Untoten sind. In Gavel, da haben wir ja doch sehr lebendige Gegner gehabt. Diese Schlangenmenschen oder die Froschmenschen. Oder die Orks, die ganzen Goblins. Und hier also mehr so Untote. Gut, bei Jungle Fetish bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das ist. Aber da liegen Augen. Kann das sein, dass hier mehr Mobs sind als früher? Da, Zombie Eyes. Also die kleinen droppen auch Zombie Eyes. Da ist es gut zu wissen. Okay. Na, ich gehe mal hier hin. Rotten Zombies. Dann habe ich hier wieder ein paar Augen. Ach ja, und Zombie-Fleisch droppen die ja auch. Okay, 6 Augen, aber ich brauche 48. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Was macht der da? Ah, da kommen wieder von hinten Gegner. Ich darf auch nicht zu unvorsichtig hier werden, bloß weil das irgendwie altes Gebiet ist. Also, ich muss da schon ein bisschen aufpassen jetzt wieder. Ich meine, aber die sind schon langsamer als in Gavel irgendwie, habe ich zumindest den Eindruck. Trotzdem muss man natürlich immer aufpassen. Naja, das kann jetzt hier eine Weile dauern. Ja, das sind irgendwie, also was das angeht, was so
Sachen angeht, da sind irgendwie die neueren Quests dann doch irgendwie ein bisschen besser durchdacht. Dass es halt nicht ganz so überhand nimmt, okay. Aber was auch hier jetzt der Fall ist, das ist zumindest mein Eindruck, dass die mit dem Fernangriff, das ist wirklich wie Maschinengewehr. Das ist wirklich wie Maschinengewehr. Alter. So, kann ich denn hier bei euch ein bisschen Augen kriegen? Bei den Stammeszombies? Rotten Flesh doch hier. Okay. Dann ist die Höhle vielleicht gar nicht mal so schlecht zum Farmen. Aber 11 Augen, ja, das dauert schon ewig. Ja, es ist halt wirklich so eine reine Grinding-Quest. Und ich brauche Heiltränke. Also ich muss mir in Tromps dann auf jeden Fall auch wieder Heiltränke besorgen. Denn so geht's ja nun nicht. Ist noch ein Alter. So, der hat ein Auge verloren. Ach, da hinten. Ich sehe die teilweise auch immer so schlecht. Na gut, aber da ist man dann schon. Ich glaube, da habe ich dann schon bewiesen, dass ich nach Troms darf. Denn das ist hier schon Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Und es ist verdammt dunkel geworden. Boah. Da beschießen sie mich wieder alle. Alter. Ja, ist gut. Ist gut. So. Der hat einen Speer getroffen, den will ich aber sehen. Boah, was auch irgendwie brutal ist, wenn hier unten dann so Einblendungen aus dem Chat sind, dann sieht man teilweise seine eigene Lebensleiste nicht mehr. Jetzt zum Beispiel. Und wenn dann die runtergeht und ist schon fast bei null. Und ich sehe das dann gar nicht mehr. Das ist irgendwie, ja, es ist auch optisch noch nicht ganz so astrein gelöst. Aber ich wüsste nicht, wie man es anders machen kann. So. Ich möchte jetzt mal den da haben. Hallo? So. Ist er. Uah, ich glitsch mich total weg. Uah, das ist ja gemeingefährlich, wenn man so... Hallo? Wenn man sich so reinglitscht und sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ein Auge. Da ist ein Auge.
Und da ist ein Auge. So. Okay. Und jetzt bin ich wieder im Kreuzfeuer. Alter. Erstmal hier weg. Aber macht auch irgendwie Spaß. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich's total schlimm finden würde. Nur wüsste ich halt immer gerne, von wo ich angegriffen werde. Das ist das Schlimme. Ich sehe hier nur lauter Säbel durch die... oder lauter Messer durch die Luft fliegen. Ein Auge gedroppt. Mann, ey, jetzt habe ich aber Pech. Jetzt habe ich echt einfach nur Pech. Da ist es ja bescheuert. Ja, jetzt habe ich mal wieder ein Auge bekommen. So, den lasse ich noch kommen. Na, jetzt kommen die da auch noch. So. So, jetzt wird mal hier aufgeräumt. Meine Fresse. Es dauert so lang. Oh, ja. Hatten wir schon lange nicht mehr so eine reine Grinding-Quest. Und habe ich auch ehrlich gesagt nicht so vermisst, muss ich sagen. Also auch da fängt man dann doch an, Gavel zu würdigen. Wenn man weiß, wie das hier früher abgelaufen ist. Na. Okay. So, da drüben sind welche. Willst du mich verarschen? Die machen aber auch ein Damage hier mit diesem Fernangriff. Von da oben. Ja, dann ist man so im Kreuzfeuer. Und die hocken da oben natürlich. Der hat noch im Sterben, hat er mir noch eine Klinge an den Kopf gehauen. So, 44. Noch 4 Stück. Das muss doch zu machen sein. Was geht denn da ab? Alter. Jetzt drehen sie komplett am Rad hier. Uah, ich komme hier nicht raus. Scheiße. Okay, vielleicht sollte ich mir auch mal ein bisschen häufiger mit dem Warscream Resistenz verschaffen. Das kann einem dann doch vielleicht den Hintern retten. Na, jetzt spawnt da wieder einer. Noch jemand?
aber immer noch nur 44. Jetzt habe ich doch hier einige hintereinander gekillt und krieg trotzdem keine Augen. Da ist ein Auge, da ist ein Auge. Gib es mir. Schenk mir einen Augenblick. 47, komm. Das muss doch jetzt zu packen sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. So, hier ist keiner mehr. Und wieder. Oh, ist das brutal. Ich hab's geschafft, oder? Ich schau lieber nochmal nach. 48 Zombie-Eis. Und ich hab 48 Zombie-Eis. Oh Mann, nichts wie weg hier. Nichts wie weg. Und ja, dann geht's wieder zu Ildan. Oh Mann, wirklich so eine einfache, reine Grinding-Quest. Aber so richtig übel. So, ich möchte nicht nur Bürger werden jetzt von Troms, ich möchte die Ehrenbürgerschaft für diesen Aufwand. Da möchte ich hier Bürgermeister werden. So. Denn schön ist die Stadt auf jeden Fall. Naja, muss man sich halt hart erarbeiten hier. Und so, hier, stimmt, der will das einfach nur als Beweis haben, die Zombie-Augen. Ich habe jetzt also in meiner Tasche 48 Zombie-Augen. Lecker. Ja, empty some space, willst du mich verarschen? Das heißt, ich muss jetzt erst nochmal runter. Bisschen Kram verkaufen. Ich komme hier gar nicht rauf. So. Ich muss erstmal. Ah, ich mach mal hier was. Dann nimmt er mir schon mal ein paar Emeralds weg. Und dann habe ich auch wieder Platz vielleicht. Opalite. Okay. Intelligence braucht das viel. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ja, Earth Defense zieht er mir ab, Spell Damage dazu. Ah, ist jetzt gar nicht mal so geil. Nur ein bisschen Spell Damage und halt viel Leben, aber ansonsten. Ich weiß ja nicht. So, Cognizance. Water Defense, Water Damage, okay, das ist in der Intelligence, das ist wahrscheinlich für den Mage eher was Gutes. Den kann ich auch mal identifizieren. Wolfbow. Okay, der ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und sonst noch was? Crossing Mail? Nee, das habe ich schon. Ja, da muss ich vielleicht doch noch zum Item-Buyer gehen. Okay, die Wege sind relativ lang hier in Troms, weil man hier immer hoch und runter muss. So. Aber wir kriegen das hin. Ganz entspannt. Jetzt hat das so lange gedauert. Jetzt werde ich den Rest auch noch hinkriegen. So. Was können wir denn noch verkaufen? Das da. Und ja, keine Ahnung, was ich damit mache. Naja, das hier
Intelligence, das ist nichts für mich. Ich bin ein Warrior, ich bin nicht intelligent, ich hau nur drauf. Deshalb weg damit. Und das hier. Crossing Mail. Thunder Damage. Bin ich mir auch noch nicht so sicher, das was für mich ist. Ich glaube ja eher nicht. Weil Earth Damage zieht er mir ab. Nee, das mag ich nicht. So. Unidentified Spear haben wir da noch. Naja, gut. Okay. Dann hier wieder schnell rauf. Also so schnell, wie es mein begrenztes Mana erlaubt. Und jetzt aber. Amazing, you got the eyes. Oh ja, das war wirklich amazing. Yeah, level up. Well, welcome to this town, adventurer. You are now officially a citizen. Okay, wir haben 2 Skill Points. Eine neue Quest freigeschaltet. Maximum Soul Points. Ich habe jetzt 14 Soul Points, okay. 75.000 XP, nicht so viel Emeralds, aber Access to the Passage. Naja, weiß ja nicht, was mir das bringt. So, was haben wir hier? Das Unidentified 95 Emeralds. Das ist aber teuer. Slime Plate. Okay, Strength, Health, Earth Damage. Ach, das ist ein Set. Da gibt es noch Slime Boots. Nee, es gibt zwei Sachen. Aber kriegt man dann noch irgendwie besondere Set-Boni? Oder kriege ich die Sachen jetzt hier nur, wenn ich die beide habe? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Da muss ich mich, glaube ich, nochmal schlau machen. Oder ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben. Ob ich jetzt diese Effekte auf Anhieb bekommen würde oder ob ich die nur bekomme, wenn ich die beiden Sachen habe von dem Set. Wird es ja sicher auch Sets vielleicht noch geben, wo man dann 4 Items braucht. So, Nesa Axe Will. Slow Attack Speed. Water Damage, okay. Earth Damage, XP Bonus. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich bin halt vom Level her doch ein bisschen drüber. Aber für Level 46 wäre das richtig geil. Na gut, wird verkauft. 100 Emeralds, okay, jetzt bin ich gespannt. Montefiore. Health Regeneration ohne Ende. So. Was ist das denn hier? Eine Bücherei. Schön. Muss ja auch mal sein, dass man hier. Na gut, aber ich bin ja. Ach, und hier gibt's Kuchen. Ohne Ende. Naja, ich werde mich hier noch so ein bisschen umgucken. Und dann schauen, wo ich Tränke bekomme. Aber was mache ich jetzt hier? Ich glaube, ich brauche mehr Strength. Ich brauche einfach mehr Strength und mehr Earth Damage. Damit ich die Gegner schneller klein kriege. Mana geht erstmal, muss ich aber dann als nächstes auch wieder machen. Also ich mache jetzt diese Runde Strength und dann beim nächsten Mal wieder Mana. Okay, wir sind wieder
in Hoenn angekommen. Und ich hoffe mal, dass die nächste Quest ein bisschen mehr Story hat und nicht nur reines Gegrinde ist. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch noch eine Weile dabei, wenn wir in alten Gefilden sind. Ihr kennt das wahrscheinlich selbst eh schon alle hier. Das ist nichts Neues für euch. Aber für mich ist es neu. Man glaubt es kaum. Naja, also danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.